1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Yo! Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, die bekanntlich immer montags mit einer freien Themennacht hier bei uns anfängt. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, meldet euch unter der bekannten Telefonnummer. Die ist kostenfrei 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und gleich geht es los mit Sven. Und Sven ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Weswegen rufst du an? Es geht um mich und um meine Freundin. Mhm. Jo, ich gehe fremd seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen gehst du der Freundin fremd? Ja, ich bekomme nicht mehr genug Sex. Ja. Nur noch 2-mal in der Woche. Ja. Ja, und seit 2 Wochen habe ich mir überlegt, habe mir es auch lange noch angeguckt. Wie lange seid ihr zusammen? Knapp ein Jahr. Ein Jahr. Und wie lange läuft das jetzt schon so auf Sparflamme? 2 Wochen. Ach, erst 2 Wochen? Ja. Ich dachte, seit 2 Wochen gehst du fremd. Ja, ich habe gesagt, 2 Wochen gehe ich fremd und 1 Jahr knapp zusammen. Bitte? Und? Und 1 Jahr knapp zusammen mit ihr. Ja, genau. Naja, ich meinte jetzt so, in der ersten Zeit, als ihr zusammen wart. Ach, du hast bestimmt gemeint mit dem Sex. Genau. Wie lange? Genau. So. Also am Anfang lief es gut mit euch beiden. Ja, 3 Monate. 3 Monate, ja. Hast du denn deine Freundin darauf angesprochen, warum da irgendwie alles nicht so ist mehr wie früher? Ja, Stress angeblich, keine Lust. Ja, gut, keine Lust kann man immer fragen, warum? Stress, okay, ist eine Antwort, aber gibt es noch eine andere Antwort von ihr? Gar nicht. Ich dachte, von ihr kommt mal alleine was, ohne dass ich was darauf anspreche. Ja. Kam nichts. Ja. Habe ich mir meine Gedanken gemacht. Ja. Vor 14 Tagen bin ich dann, also ich habe sie geplant. Ja. In der Disco gegangen. Ja. Also ganz eiskalt geplant. Eiskalt, abends los. Heute gehe ich fremd. Heute gehe ich fremd. Genau. Heute suche ich mir eine süße Maus. Genau, ja, so war es wahrscheinlich. Und dann. Und es hat gleich auch geklappt? Bist du so ein Stecher, der das gleich dann schafft? Das heißt Stecher. Ich habe mich da hingesetzt, ja. Getrunken, mhm. Eine Frau zugelächelt. Mhm. Vorhin auch noch so. Und 20 ist er. Ja. Auch. Ich stehe auch mehr auf größere Oberweite. Ja. Und auf schlank. Ja. Ja, und so sind wir uns näher gekommen und dann. Und alles passte gleich. Sie lächelte. Alles, alles. Große Oberweite, schlank. Und schwuppdiwupp kamt ihr beiden ins Gespräch. Genau. Und nicht nur das. Ihr beiden lag dann irgendwann auch in der Kiste. Ja, nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Ach, es ist immer dieselbe, mit der du jetzt fremd gehst. Mit der gehe ich jetzt seit 2 Wochen fremd und ohne Quatsch. Mit der habe ich jeden Tag Sex. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag. Und nicht nur einmal. Und nicht nur einmal. Du lebst mit deiner Freundin aber nicht zusammen, davon gehe ich mal aus. Nein, ich lebe mit meiner Freundin nicht zusammen. Ja. Und mit ihr habe ich aber auch noch Sex. Obwohl das so wenig ist. Wie viel? Ich brauche es. Ich weiß nicht warum, ich brauche es einfach. Also in diesen 2 Wochen, wo du jetzt diese eine Frau kennengelernt hast, wie viel Mal hast du denn da auch noch mit deiner Freundin geschlafen? 4-mal. Auch 4-mal? Mhm. Ja. Und was sagt zu deinem Gewissen und dein Herz? Mein Herz sagt, geh zu meiner Freundin. Ja. Und dein Gewissen sagt? Mach weiter. Das Gewissen sagt, mach weiter? Ja. Also du hast kein schlechtes Gewissen? Irgendwie nicht. Mhm. Wie ist denn die Gefühlssituation zu deiner Freundin? Ist die aufgrund dessen, wenn du sagst, geh zu ihr, gehe ich davon aus, dass da schon dass da eine Liebesbeziehung ist, oder nicht? Zu meiner Freundin? Ja. Absolut, absolut. Wenn es jetzt mit dem Sex jetzt noch wieder so wird wie am Anfang, ja. Dann okay, dann schiebt die andere wieder weg. Kann ich alles nicht so nachvollziehen. Ihr seid ja noch relativ frisch zusammen. Und du sagst, da ist nicht so die Sexfrequenz wie am Anfang. Aber die ist ja doch immer noch ganz okay. Also so 2-mal in der Woche. Ja, aber trotzdem, zu einer Beziehung hört natürlich. Nicht nur Sex, nicht nur Sex, auch das Menschliche. Ja, aber das Menschliche ist ja in Ordnung, oder nicht? Das ist top. So. Und wenn man da mal eine Durchhängerphase hat, finde ich, dass man nicht gleich in die Disco rennt und fremd geht.
Dann kann man, es kann ja wirklich irgendwelche Gründe haben bei deiner Freundin, dann reduziert man sich eben auch mal ein bisschen. Wenn wir, ja. Weißt du, wenn wir jetzt von Monaten reden würden, von dem ganzen Jahr, seit dem Jahr läuft da kaum mehr was zwischen uns beiden, dann wäre das eine andere Sache. Aber so ist das ja noch alles sehr frisch und du riskierst eine große Liebe, wenn du sagst, das ist eine große Liebe. Du riskierst, dass das alles kaputt geht. Ja, ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst, weil sie hängt viel mit ihrer Freundin zusammen, nicht, dass sie da auch noch was macht. Dass sie da was macht? Ja. Gibt es da Anhaltspunkte? Ja, sie küssen sich so ein bisschen. Und unterhalten sich, wenn ich mit ihr mal weggehe. Ja, wie küssen die sich denn? So wie so Mädels auf die Wangen sich küssen oder schon ein bisschen? Ja, so und auch richtig auf den Mund. Ja. Aber ohne Zunge. Ja, also kann man ja auch freundschaftlich auch auf den Mund küssen. Ist ja auch nicht so dramatisch. Erstens, ich finde es, wenn ich finde, du sollst deinen Mund mehr aufmachen und mehr reden mit deiner Freundin. Und einfach ihr noch mehr klar machen, wie unzufrieden du bist. Und nicht jetzt schon gleich die einfachste Lösung versuchen, den einfachen Weg zu gehen, nämlich einfach fremd zu gehen. Das ist ja einfache Lösung. So gehst du einfach so deinen Trieben nach und lässt alles irgendwie laufen. Ich finde, dass man das zur Liebe gehört auch ein sich bemühen um den anderen. Und wenn alles mal nicht so ganz rosig läuft, dann geht man da auch mal zumindest eine Weile gemeinsam durch. Natürlich soll man nicht alles hinnehmen, klar, aber so leicht auszuscheren, wie du das jetzt gemacht hast, finde ich nicht in Ordnung. Und mit dem Fremdgehen, das weiß sie ja nicht und das will ich ihr eigentlich auch gar nicht erzählen. Ja, ist mir klar, dass sie es nicht weiß. Wenn sie es wüsste, wäre wahrscheinlich der Teufel los bei euch, oder? Wie würde sie darauf reagieren? Ja, sie würde mich bestimmt wegschmeißen, in Deutsch gesagt jetzt. Ja. So, jetzt würde ich sagen an der Stelle, zu dir, mach deinen Strich drunter, lass die Sache sein, bemühe dich um deine Freundin, frag nach, was da los ist. Rede mit ihr, sag ihr wirklich, dass du unzufrieden bist und dann sieh erstmal weiter. Und mit der anderen? Aufhören. Was für eine Frage. Ja, die will immer früh um 6 Uhr mir kommen. Ja, kann man auch noch eine SMS schicken und sagen, nee, ich kann nicht, ich will nicht mehr. Okay. Weiß die denn, dass du in einer festen Beziehung bist? Nö. Ich habe gesagt, ich bin Single. Ja. Also Lügen über Lügen, überall Lügen. Ja, muss auch nicht sein, ja. Nee, muss auch nicht sein. Also bring da mal ein bisschen klare Verhältnisse in dein Leben. Das, glaube ich, wäre schon ganz gut. Hm? Sven. Okay. Alles Gute. Toi, toi, toi. Mach weiter so, ja? Tschüss, Sven. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050. Das ist die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wir sind morgen nicht im WDR-Fernsehen und machen morgen auch nicht das geplante Thema, sondern eine offene Themenrunde. Wir sind im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival zu sehen, aber nicht im WDR-Fernsehen. Und am Donnerstag heißt unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Dazu könnt ihr natürlich die ganze Woche über schon euch anmelden über E-Mail und dann rufen wir gegebenenfalls während der Sendung in der Sendung am Donnerstag zurück. Heute aber wie immer freie Themennacht und ich bin jetzt verbunden mit der Narina. Narina, stimmt das? Ja, genau. Guten Morgen. 19 Jahre bist du alt? Genau. Und Narina habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Name? Naja, ist außergewöhnlich, kommt eigentlich aus Irland. Aus Irland. Narina. Narina, um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist es so, ich bin vor gut 2 Wochen vergewaltigt worden, auch in meiner Wohnung. Und habe damit auch ziemliche Probleme und bin halt seitdem auch ziemlich abgestumpft und gefühlskalt geworden. Das ist vor 2 Wochen passiert? Ja. Wer war das? Wie ist es dazu gekommen? Das war einfach eine flüchtige Bekanntschaft hier aus dem Haus. Das ist halt so eine Art Studentenwohnheim hier. Und man grüßt sich halt und man unterhält sich. Und das war ein sympathischer junger Mann. Und ich mir halt gedacht, ja, er wirkt halt total nett. Ich kann ja mal mitnehmen. Wir können ja mal abends irgendwie was halt hier auf dem Zimmer. Wir wollten lernen. Und ja, dann ging es halt so weiter bis zu bestimmten Sachen, die ich dann halt nicht wollte. Mhm. Wie lange kanntest du den vorher schon? Nicht lange, eigentlich nur so flüchtige Bekanntschaften, mal auf dem Flur gegrüßt oder mal kurz 5 Minuten unterhalten. Das heißt, ihr hattet eigentlich privat noch gar nichts vorher gemacht? Das war das allererste Mal? Ja. Mhm. Das ist denn in deiner Wohnung passiert, nicht in seiner? Nee, in meiner. Mhm. Beschreib mal, wie sowas dann abgeht. Ihr habt euch da getroffen und wolltet zusammen lernen, sagst du? Und ja, ist er dann sehr schnell in diese Richtung gegangen oder hat das eine Weile gedauert, bis er dann sein wahres Gesicht gezeigt hat?
Also es hat ziemlich lange gedauert. Wir haben erst über eine Stunde auch gelernt und uns auch nett unterhalten. Und dann fing halt an von wegen, ihr könnt mich ja mal massieren. Mhm. Fand ich, war ja auch noch total okay, weil es war halt ziemlich harmlos. Aber dann wurde er doch schon ziemlich schnell so, dass er wirklich auch gezeigt hat, dass er dann halt Sex wollte und hat halt auch gar nicht irgendwie großartig darauf reagiert, dass ich ihn weggeschubst habe, dass ich geweint habe, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass ich auch lauter geworden bin. Mhm. Das hat er gar nicht gemerkt, wirklich, oder nicht. Das hat ihn nicht gestört. Er hat mich halt festgehalten und... Also er ist richtig gewalttätig dann geworden? Ja, er hat mir in dem Sinne keine Gewalt, also nicht irgendwie geschlagen oder ähnliches, sondern einfach halt nur festgehalten. Mhm. Hast du um Hilfe gerufen? Ja, das habe ich. Aber es hat niemand gehört? Ich glaube schon, dass es jemand gehört hat, aber in diesem Haus ist es halt so, hier wohnen viele Ausländer, viele sozial Schwache, da wird keiner reagieren, jetzt so Polizei, das ist schon normal. Mhm. Dann hat er es also gemacht, er hat Sex wider deinen Willen ausgeführt an dir, eine klare Vergewaltigung ist passiert. Was war danach? Ja, danach, er dachte, es wäre im Einverständnis geschehen, hat mir noch seine Handynummer aufgeschrieben und ist dann ganz locker gegangen und ich habe dann halt daraufhin, als er weg war, die Polizei gerufen. Wie kommt das, dass er seine Handynummer aufschreibt? Wieso hat er nicht gemerkt, dass du hast gerade geschildert, dass du dich gewehrt hast und dass du geschrien hast? War der besoffen oder was war da los? Nee, besoffen war er nicht. Ich glaube, der hat das einfach so wirklich nicht wahrgenommen. Es war halt ein Ausländer, der auch nicht so viel Deutsch verstand. Mhm. Der hat es, für ihn schien es wahrscheinlich anders, als es wirklich war. Mhm. So, dann hast du die Polizei angerufen und dann? Ja, dann sind die hingekommen und haben die Anzeige aufgenommen. Dann musste ich noch über 2 Stunden ins Krankenhaus zur Untersuchung und Beweissicherung und sowas. Und danach haben sie den dann eine Woche später hier vor meiner Wohnungstür gefasst. Erst eine Woche später? Ja. Obwohl er da in dem Haus auch wohnt? Ja. Ich hatte ja keinen Namen, ich hatte ja gar nichts. Ich hatte nur eine grobe Beschreibung und hier wohnen so viele Leute, die halt... Aber die Handynummer hattest du, ne? Ja, aber das stellte sich hinterher raus, war... Also darunter gab es keinen Anschluss. Ach so. Mhm. Er hat kein Kondom benutzt? Nein. Abgesehen von der Gewalttat, die dir angetan wurde, hast du jetzt auch Angst... vor einer Infizierung zum Beispiel? Das habe ich. Also ich hatte auch viele ärztliche Untersuchungen jetzt seitdem. Bis jetzt hat sich halt nichts rausgestellt und von daher bin ich auch ganz froh darüber. Mhm. Nur wird man da erst noch einige Wochen warten müssen und dann nochmal eine Untersuchung durchführen müssen, um genaue Gewissheit zu haben. Man hat ihn dann gefunden nach einer Woche. Was ist jetzt mit diesem Mann? Ja, die konnten den halt nicht weiter festhalten, weil halt keine Fluchtgefahr besteht und bis zur Verhandlung wird er auf jeden Fall noch auf freiem Fuß sein und die Polizei hat auch gesagt, also es kann bis zum Jahr, 1,5 Jahre dauern, bis wirklich so eine Verhandlung dann auch kommt. Das heißt, er ist auf freiem Fuß? Das heißt, der Typ wohnt er wirklich in deinem Haus? Ja. Das heißt, du musst Angst haben, immer wenn du rausgehst, dass der dir wieder begegnet? Das habe ich auch. Ich habe auch selbst Wochen nicht geschlafen, weil es halt einfach nicht geht, die Gefahr oder die Angst ist einfach zu groß, weil in diesem Haus... Da wird keiner helfen. Das finde ich völlig krass. Also, da wird einer wegen Vergewaltigung angezeigt, da wird er auf freiem Fuß gelassen und auch in der Nähe des Opfers gelassen. Und was mit dem Opfer los ist, darum kümmert sich keiner. Dass du permanent Angst hast, dass vielleicht noch wieder was passieren könnte. Was löst die Anzeige bei dem Mann aus? Vielleicht ein Rachegefühl? Und so weiter. Und wahrscheinlich wirst du über all diese Dinge ständig nachdenken. Ja, selbstverständlich. Wie äußert sich die Polizei, außer dass keine Fluchtgefahr besteht? Ja, die haben gesagt, die einzige Möglichkeit ist halt, die haben ihm so ein Gesetz aufgelegt, er darf sich mir nicht nähern. Mhm. Aber ob er sich daran halten wird, ist die andere Frage. Mhm. Also das heißt, gesetzlich sind denen die Hände gebunden? Ja. Hast du mit einem Rechtsanwalt gesprochen? Das Problem ist, ich habe noch keinen, weil ich im Moment finanziell nicht die Möglichkeit habe, mir einen zu leisten. Mhm. Hättest du denn die Möglichkeit, relativ kurzfristig aus diesem Haus da auszuziehen? Ich habe schon nach Wohnungen geguckt und es ist halt, ich lebe in einer Studentenstadt und hier ist es total schwer mit Wohnung und halt finanziell fehlt es halt auch. Ja, aber es ist schon wieder absurd. Das bringt mich schon wieder in Wut, dass das Opfer sich jetzt darum bemühen muss, eine andere Wohnung zu suchen und der Täter kann da schön bräsig in seiner Wohnung sitzen und ein Jahr ganz normal leben. Ja.
Hast du ihn denn danach nochmal gesehen? Es kann sein, dass er mir über den Weg gelaufen ist, aber ich habe halt nicht drauf geachtet, weil ich halt auch eher mit gesenktem Kopf durch die Straßen gehe oder halt hier auch im Haus die Leute nicht wirklich angucke. Ich gehe davon aus, dass du abends oder ja, zu späterer Stunde dich gar nicht traust, rauszugehen. Nein, definitiv nicht. Sobald es dunkel ist, gehe ich nicht raus und ich gehe morgens auch erst zur Schule, sobald es einigermaßen hell ist. Hat die Polizei dir denn irgendwelche, ich muss das nochmal fragen, weil ich ganz fassungslos bin, dass man dich da so alleine lässt. Haben die dir irgendwelche Tipps an die Hand gegeben, wie du dich verhalten sollst, falls er kommt, was du machen sollst, irgendwas? Nee, also die haben gar nichts. Die haben mir ein paar Nummern hinterlassen für einen Notfall, wo ich anrufen kann. Und das war es eigentlich auch. So, das legen wir mal eben zur Seite. Ich möchte noch was anderes fragen, was auch sehr wichtig ist. Du bist Opfer einer Vergewaltigung geworden. Das heißt, da gibt es schwere seelische Verletzungen nach einem solchen Vorfall. Hast du eine psychologische Hilfe schon in Anspruch genommen? Ja, ich habe mir nach einigen Tagen dann bei einer Beratungsstelle Hilfe gesucht und habe jetzt auch wöchentlich ein Gespräch. Ah ja. Und hast du den Eindruck, dass das Ganze in Ordnung ist und dir das auch etwas hilft oder nicht so? Ja, das Reden an sich hilft mir, aber es ändert halt nichts an der momentanen Situation. Ich verstehe, die Situation ist das Schwierigste für dich. Ja, weil einfach die Angst ist so groß und so richtig normal leben kann ich eigentlich gar nicht. Ich mache folgenden Vorschlag. Du legst bitte auf, meine Psychologin, die Simone, ruft dich zurück. Und dann wird die Simone dir die Telefonnummer vom Weißen Ring geben. Sagt dir das was? Ja. Aber du hast mit den Leuten vom Weißen Ring noch nicht gesprochen. Ich hatte da einmal angerufen, weil ich eine Beratungsstelle in der Nähe gesucht habe, aber die konnten mir auch nicht so wirklich helfen. Hast du denen das Problem geschildert, in dem du steckst? Nicht direkt. Das berätst du jetzt mal mit meiner Psychologin. Ich finde, dass du da schon mal eine ganz gute Anlaufstelle hast, weil die Leute, die dort arbeiten, wirklich gerade mit solchen Fällen auch sehr gut beschäftigt sind und auch wissen, was man da vielleicht eventuell tun könnte und was du schützend einfach für dich auch tun solltest und könntest. Dann machen wir es so, du legst bitte auf, Narina, und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt uns. Und weiter geht es mit dem Frank. Und Frank ist 23. Hallo Frank. Hallo. Ja, hallo Frank. Ja, also ich habe ein Problem. Also ich habe da jetzt vor ein paar Wochen ein Mädchen kennengelernt. Also man muss sagen, wirklich Mädchen, sie ist halt 16. Und das ist an sich kein Problem, wenn sie mich nicht gestern angerufen hätte und mir gesagt hätte, dass sie schwanger ist. Du hast dieses Mädchen kennengelernt? Ja. Und ihr habt auch schon miteinander geschlafen? Ja, das ist ziemlich dumm. Das ist normalerweise nicht meine Art. Also wir haben uns getroffen, weil wir haben uns, ich erzähle einfach mal von Anfang an, wie es war. Also wir haben uns hier in diesen TV-Videotext-Chats kennengelernt. Ne? Und sag nochmal, das genaue Datum, das war wann? So genau kann ich das nicht sagen, so vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen, ja. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten, haben dann die Nummer getauscht, haben per MMS hier Fotos versendet, ne? Und waren uns halt auf Anhieb sympathisch. Haben uns getroffen, ich wohne ja alleine, ich habe eine eigene Wohnung. Und dann habe ich sie halt eingeladen, wir haben einen schönen Abend verbracht zusammen, waren halt essen und was alles dazugehört. Sie hat bei mir übernachtet. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass wir im Bett also sexuell gelandet sind. Und das Problem war, ich wusste vorher nicht, dass sie die Pille nicht nimmt, hatte aber selber keine Gummis benutzt. Wo ich jetzt gleich mal wieder einhaken muss. Ich muss wirklich einhaken, Frank. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere nicht, wie man keine Gummis benutzen kann, wenn man mit jemandem fremden Sex hat. Nicht wegen der Verhütung alleine, sondern auch wegen des Schutzes. Wegen des Schutzes. Ja, das ist doch, ich weiß auch nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ich sag mal so, in dem Moment habe ich wahrscheinlich mehr mit dem Schwanz als mit dem Kopf gedacht. Ja, aber Gott, wir hören es alle seit ewigen Zeiten, wie wichtig Vorsorge und welchen Schutz Kondome bedeuten. Und ich höre es hier auch immer wieder, dass die Leute einfach darüber hinweggehen. Es ist jetzt geschehen, aber ich sage es trotzdem auch nochmal für alle anderen, dass man trotz aller Geilheit, verdammt nochmal, das geht um eure Gesundheit, es geht um euer Leben. Und es geht eben auch darum, dass ihr euch vielleicht nicht fortpflanzen wollt, wenn ihr euch nicht fortpflanzen möchtet. So, also ohne Gummi. Ja. Beim ersten Mal. Ja. Und
Ja, wie gesagt, es scheint wohl ausgereicht zu haben, weil seitdem habe ich mit ihr nicht mehr geschlafen. Wir haben uns zwar ab und zu noch getroffen, haben so ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Hm. Aber es scheint wohl ausgereicht zu haben, dass sie wohl schwanger ist. Sie hat mich gestern angerufen, hat mir gesagt, sie wäre beim Arzt gewesen. Und also jetzt weiß ich im Moment nicht, wie das weitergehen soll, weil mit 16, sie macht gerade halt jetzt ihren Schulabschluss. Mhm. Ich bin im Moment arbeitslos, ich weiß nicht, wie ich da mit umgehen soll, sage ich mal. Was hat sie denn gesagt, also wenn es nun wirklich so ist? War sie beim Frauenarzt? Ja. Mhm. Erstmal die Frage, glaubst du ihr, dass sie, A, glaubst du ihr, dass sie schwanger ist, und B, glaubst du ihr, dass sie von dir schwanger ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja schon, dass sie schwanger ist, weil warum sollte sie mich anlügen? Ich meine, wir haben ja viel Spaß zusammen und ich habe nicht vor, sie irgendwie abzuschieben. Mhm. Und ob sie von mir schwanger ist, das habe ich sie auch gefragt. Und da sagte sie, ja, ich habe sonst keinen anderen außer dir. Aber komisch ist, wenn du sagst, wir haben viel Spaß miteinander und ich habe nicht vor, sie abzuschieben, dass ihr denn nur ein einziges Mal Sex hattet, nämlich vor 4 Wochen. Warum nicht in der Zwischenzeit? Das ist, wir sehen uns meistens schon am Wochenende, weil, wie gesagt, sie geht zur Schule noch und sie kommt halt nicht hier aus meiner Ecke, sondern ein Stückchen weiter weg. Okay, aber habt ihr euch denn danach nochmal gesehen? Ja, das auf jeden Fall. Und warum habt ihr so, ich hab ihr auch dann gesagt, das ist eigentlich nicht so meine Art, ich möchte dich erstmal näher kennenlernen. Und da hat sie gesagt, ja, meine Art ist es eigentlich auch nicht, und dann haben wir das halt bei dem einmal belassen. Ja. Und jetzt waren wir halt in dieser näher Kennenlernphase. Mhm. Ist das denn so, dass du in dieser Kennenlernphase auch durchaus auch schon Gefühle für das Mädchen entwickelt hast? Ja, also sie ist mir sehr sympathisch und in den letzten 4 Wochen auch sehr ans Herz gewachsen, auf jeden Fall. Also es könnte durchaus sein, dass sich da auch noch mehr entwickelt an Gefühlen, dass da schon noch eine Verliebtheit entstehen könnte. Ja, also ich muss sagen, sie ist für ihr Alter sehr reif. Mhm. Mhm. Habe ich eigentlich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ja. Mhm. Was sagt sie denn jetzt zu der Situation, dass sie schwanger ist? Ja, sie hat halt gesagt, sie wüsste nicht, was jetzt, wie es weitergehen soll und wie ich darüber denke. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht einer von den Leuten, die sagt, mach es weg. Es ist halt, ich würde mich schon freuen. Also in dem Moment, wie sie es mir gesagt hat, habe ich Glücksgefühle gehabt, so von wegen, scheiße, ich werde Papa, und gleichzeitig aber, oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ja, durchaus, kann ich mir das vorstellen, dass man da sich freut, aber auch gleichzeitig denkt, oh Gott, was wird jetzt, wie ist die Situation, und das Mädel ist sehr jung noch und man ist noch gar nicht in einer festen Bindung und so weiter, ist mir schon klar, das kann ich nachvollziehen, ja. Genau. Mhm. Und von der Logik her, sie macht jetzt erst ihren Schulabschluss, ne, und sie braucht auch noch eine Ausbildung. Ja. Und ja. Sie lebt noch bei ihren Eltern. Ja. Wissen die das auch schon? Das weiß ich nicht, das hat sie mir nicht gesagt. Mhm. Also ich habe da auch nicht nachgefragt, weil ich glaube, da war der Schock in dem Moment einfach. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall am Wochenende werde ich mich wieder mit ihr treffen und dann müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich kann mir aber im Moment, weiß ich jetzt auch nicht weiter. Also erstmal finde ich so deine Reaktion schon mal ganz gut, dass du nicht, manch ein Typ würde sagen, komm, lass es wegmachen, ich will damit nichts zu tun haben. Da habe ich schon mal Respekt vor, dass du es so nicht sagst. Gut wäre vielleicht, wenn ihr beiden relativ flott zu einer Beratungsstelle gehen würdet. Zum Pro Familia zum Beispiel. Hm. Und eben da mal intensiv mit den Leuten reden würdet. Ja. So, und wenn es dazu kommen sollte, dass das alles so stimmt und dass ihr das Kind dann auch bekommt, dann wird sich dein Leben und das Leben auch von deiner Bekannten radikal ändern, das ist klar. Aber dann müsst ihr eben für das gerade stehen, was ihr zu verantworten habt. Mhm. Und du hast es zu verantworten, du bist 23 Jahre alt. Ja. Ne? Du hättest da ein Auge drauf haben müssen. Das stimmt, das gebe ich zu. Mhm. Das ist ein ziemlich dummer Fehler gewesen. Ja. Also wenn dir was an dem Mädel gelegen ist, dann beschäftige dich mehr mit ihr, versuche auch vielleicht mal ihre Eltern kennenzulernen, um auch wirklich dann letztendlich sicher zu sein, dass sie mit niemand anderem Sex hatte. Das weiß man ja auch, also nicht unbedingt jetzt schon. Mhm, auch wenn das ist richtig. Ne, du hast eine ganz gute Meinung von ihr. Das ist ja auch okay, aber dennoch sollte man alles so in Erwägung ziehen. Also wenn du sie jetzt triffst, dann schlag ihr doch mal vor, dass ihr
Wie weit wohnt ihr auseinander? Ja, das wären so gute 25, 30 naja, Kilometer gut, sein. Das kann man überbrücken. Dass ja. ihr dann in einem, näheren Stadt oder Ort einen Termin für eine Beratung macht und einfach dann mal mit Fachleuten drüber sprecht. Mhm. Ich gebe dir gerne mal aus unserem Archiv hier eine Nummer in eure Umgebung und dann kannst du das mit ihr ja auch besprechen. Ja. Ja, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, Frank. Okay, ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Bianca, 19 Jahre alt. Hallo Bianca. Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, um was geht's bei dir? Ja, also ich habe ein Problem und zwar, auch wenn es sich komisch anhört, aber ich höre Geister. Du hörst Geister? Ich sehe sie auch. Du siehst? Ja. Da muss ich natürlich wieder erstmal lachen. Ja. Und es werden viele Leute sagen, der blöde Domian, der lacht immer, wenn er sowas hört. Ja, klar. Aber ihr wisst auch, dass ich das durchaus ernst nehme. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Erzähl mal. Ja. Also, das ist folgendermaßen. Es hat vor einem halben Jahr ungefähr angefangen. Und abends, wenn ich jetzt einschlafen will, schlafen gehen will, dann komm mal kurz davor, schweben Leute durch meine Schlafzimmertür hindurch. Und die fangen an, mit mir zu reden. Die kommen her, sagen, hallo Bianca, wie geht es dir? Und die sprechen richtig mit dir. Die sprechen Deutsch. Also ja, die sprechen Deutsch. Teilweise hatte ich jemanden dabei, der auch Englisch sprach. Und wie sind die Leute gekleidet? Die Leute, die sind gekleidet so wie damals auf Piratenschiffen oder zu Mozarts Zeit so. Mhm. So in langen Gewändern oder mit großen Hüten und einer Feder hinten drauf. Und die sprechen astreines Hochdeutsch. Also ja. die nicht gerade Englisch reden. Ja. Ja. Und die schweben da rein und kann man die so sehen die so aus wie normale Menschen oder irgendwie so ein bisschen durchsichtig? Ja, die sehen eher ein bisschen durchsichtig aus, aber man sieht auch so so milchige Farben, sag ich jetzt mal milchig. Und die setzen sich zu mir ans Bett und als ich das erste Mal hatte, ich bin total zusammengeschreckt, habe mich in die Ecke meines Bettes gekraucht und Decke drüber. Und ich wusste gar nicht, wie mir da war. Und lass mich mal unterbrechen. Du sagst, die schweben in das Zimmer rein. Ja. Wo genau? Durchs Fenster, durch die Tür, unter durch die Tür. Durch die Tür oder? Durch die Schlafzimmertür, ja. Also durch die geschlossene Tür durch? Ja. Die wuschen nicht unten durch die Ritze so durch, hoch? Nein, die kommen einfach durch. Und dann ist die erst so halb halt. Also wie, als wenn die so da durchgreifen. Ja. Nur sie kommen komplett durch. Sie schweben da durch. Und die haben auch keine Füße, also ich sehe keine Füße, sondern das ist Luft quasi, die haben keine Füße, das ist quasi wie abgehackt. Nun sagen die Hallo Bianca. Und, ja, die sagen Hallo oder Guten Abend. Was oder, sagen die noch? Die erzählen mir Sachen aus meiner Kindheit. Zum Beispiel hatte ich in meiner Kindheit ein Ereignis, da bin ich im Kindergarten gewesen und ich wurde immer geärgert von den kleinen Jungs. Und dann sagen die mir, weil ein Junge davon, der ist damals gestorben, als ich 5 Jahre alt war, als ich im Kindergarten war, und die sagen mir, dass der kleine Junge sich bei mir entschuldigen will dafür, dass der mich geärgert hat. Mhm. Und dann sagen die mir, wie der heißt. Der hieß damals David. Mhm. Und diese Leute können das gar nicht wissen. Also das macht einem richtig Angst. Und mein fragst du diese Leute, wer seid ihr? Warum sagt ihr mir das? Ja, das frage ich sie. Die haben mich auserwählt. Die sollen mir das sagen. Die hätten den geschickt, also dieser David hätte sie geschickt, um mir das zu sagen. Mhm. Der wäre wohl bei denen irgendwie, eben was weiß ich wo. Und warten halt darauf, jemanden irgendwas zu überbringen, was der andere halt sagt. Was sagst du denn dann? Ich bin erstmal verdutzt. Ich frage die halt, warum ich und wieso, was macht ihr hier und wer soll dir das sagen und... ich frage die halt, warum die immer wieder kommen, weil sie kommen nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten oder jeden dritten Tag, ab und an. Und was antworten sie, wenn du fragst, warum sie immer wieder kommen? Sie haben mich auserwählt und sie sollen immer wieder kommen. Wenn ich sie frage, warum sie mich nicht in Ruhe lassen, sagen die Zeit ist noch nicht vorüber. Sie geben mir keine konkreten Antworten, was sie jetzt von mir wollen oder warum die das machen mit mir. Ja, wobei der kleine Junge ja schon eine Rolle spielt. Ja. Das ist eine große Rolle, denn es weiß keiner außer meinen Eltern und halt die damaligen Kindergartenfreunde, sage ich jetzt mal. Aber ich habe damals auch ganz woanders gewohnt und hier, wo ich jetzt wohne, da weiß das niemand. Ja. Und das ist schon ganz eigenartig. Oder die erzählen mir, ja, weißt du noch, als du vom Baum gefallen bist? Mhm. Und das, ich erschrecke immer wieder, weil... Vielleicht sind das deine zu Bild gewordenen Erinnerungen. Ja, siehst denn nur du diese Wesen?
Ja, nur ich sehe die. Also mein Freund, wenn er nachts neben mir liegt, der denkt, ich bin bekloppt. Achso, du hast einen Freund und der ist öfters bei dir. Ich habe einen Freund, ja, wir wohnen zusammen sogar. Achso. Und wir haben auch einen gemeinsamen Hund. Und ja, der sitzt neben mir und denkt, ich bin beknackt. Der fühlt danach und fühlt nichts und spürt nichts und hört die Leute auch nicht. Also wenn du die siehst, dann hast du deinen Freund schon aufgeweckt und hast gesagt, sind da, guck hier hin, guck da hin. Genau, ja, guck und jetzt, da sitzen sie oder da stehen sie, da sind sie. Und er sagt, bist du beknackt? Ich sehe gar nichts. Ja, eben. Aha. Der Hund, ist der Hund auch im Zimmer? Ja, der Hund, der schläft halt auch im Schlafzimmer. Reagiert der dann, wenn da diese Geister... Ja, die reagiert. Und zwar, sobald die irgendwie da sind, die spürt, ich habe das Gefühl, die spürt irgendwas. Denn die fängt an zu brummeln, zu knurren und hat auch schon gebellt. Also das ist ganz merkwürdig. Und das macht die sonst natürlich nicht. Eine meiner alten Tanten, hat immer gesagt, dass Tiere können Geister sehen. Wenn Menschen auch, oder viele Menschen es nicht sehen können, aber Tiere können Wesen aus der anderen Welt wahrnehmen. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob das Wesen aus der anderen Welt bei dir sind oder ob es einfach etwas ist, was sehr intensiv in dir vorgeht. Das weißt du wahrscheinlich selbst nicht genau. Das weiß ich nicht. Du sagst, von einem halben Jahr fing das an. Vor einem halben Jahr war irgendwas? Ist irgendwas Schlimmes passiert? Nein, gar nichts. Das fing einfach so auf heiterem Himmel an. Macht dir das Angst, das Ganze? Ja. Ist es so schlimm, dass du Angst hast, ins Bett zu gehen, nach dem Motto, vielleicht kommt es heute wieder? Am Anfang war es so. Ich habe wirklich nachts wirklich wach gelegen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe geweint. Ich habe tagelang nicht geschlafen. Und ich muss dabei sagen, ich gehe zur Schule noch, also Berufsschule zwar, aber ich habe da wie apathisch gesessen, weil ich Angst hatte, dass die auch da hinkommen. Wie lange bleiben die denn dann immer? Eine Stunde, zwei, drei. Na, das ist aber sehr lange. Das ist ja sehr lange. Die halbe Nacht rum. Ja, und dann redest du die ganze Nacht, also die ganzen drei Stunden mit denen? Nein, ich versuche die dann zu ignorieren. Die ersten paar Minuten geht's halt nicht, weil die reden halt mit mir und dann sage ich, ich muss schlafen, lass mich bitte in Ruhe. Und ja, wie siehst du die denn überhaupt? Das ist doch offensichtlich offenbar bei euch auch dann stockfinster im Zimmer, wenn ihr schlafen wollt. Ja, ich mache das ja dann irgendwie an, weil ich höre das. Ich weiß nicht, das ist merkwürdig, das ist schwer zu beschreiben. Die kommen in das Zimmer und die schweben einfach hier rum und ich höre das wie so ein Knistern, weil wir haben Parkettbogen und Boden und das ist wie ein Knistern auf dem Parkettboden, als würde jemand hereinkommen. Obwohl sie schweben. Ja, genau. Das ist das. So, nun kann es ja sein, dass man da die Toleranz auch des Freundes irgendwie nach einer Weile überstrapaziert. Das kann dem auch irgendwann wirklich auf die Nerven gehen. Ich weiß. Ne, die Gefahr besteht ja. Und die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, die werden auch denken, na, das bildet die sich ein. Das kann ja auch sein, aber das macht es ja nicht minder schlimm für dich, auch wenn es nur in deinem Kopf stattfindet. Ist die Häufigkeit größer geworden, so in den letzten Wochen? Dass die Nein. Das hat anfangs war das echt jeden Tag, dass die jeden Tag gekommen sind. Und dann haben die mir halt intensiver auch Sachen erzählt, wie jetzt halt zum Beispiel, weißt du noch, wie du vom Baum gefallen bist oder wie dir das passiert ist und als das war. Es ist ja interessant, dass das alles immer mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Das würde sich das Unterbewusstsein melden und dir da irgendetwas präsentieren. Ja. Bianca, ich würde wirklich an deiner Stelle das vielleicht noch ein bisschen beobachten und wenn das weiterhin vorhält oder vielleicht dich noch mehr beängstigt oder dir Angst macht, geh zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater. Ja, der wird dich nicht für bekloppt erklären, der wird das ernst nehmen. Dass du uns hier allen Stuss erzählst, davon gehe ich nicht aus und davon wird der Psychologe und der Psychiater auch nicht ausgehen, sondern das ist irgendwas. Irgendwas ist da im Busch bei dir. Ja. So, und das muss man ergründen, was da los ist und dann kann dir sicher da auch ein kompetenter Fachmann helfen. Ja. Ja? Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, vielleicht kann die dir auch noch schon mal ein paar Tipps geben. Dann legst du auf und die Simone, meine Psychologin, ruft dich an. Ja. Okay? Alles Gute. Gut. Dankeschön. Tschüss und gute Nacht wünsche ich dir, dass nicht irgendwas passiert. Tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Wir sind live hier in Köln im Studio bei 1 Live und im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Wir haben eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Franziska und Franziska ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Meine Liebe, um was geht's bei dir? Es geht sich darum, dass ich seit 3 Jahren mit einem Türke zusammen war, mich vor ein halbes Jahr von ihm getrennt habe. Ich habe 2 Kinder von einem anderen Mann, mit denen ich 6 Jahre zusammen war. Und, Moment, du bist 24, 3 Jahre warst du mit dem letzten Freund zusammen und davor 6 Jahre mit dem anderen. Genau. Okay.
von den Mann, mit dem ich 6 Jahre zusammen war, habe ich 2 Kinder. Mhm. Und mit dem Mann, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen war, habe ich ein Kind bekommen. Ja. Der ist jetzt 14 Monate alt. Ja. Habe mich von dem Mann vor 3 Wochen getrennt. Und er macht mir das Leben zur Hölle. Also getrennt habe ich mich richtig vor ein halbes Jahr. Wir sind aber zwischendurch noch zusammengekommen. Ja. Warum hast du dich getrennt von ihm? Weil er mich während der Schwangerschaft in den Magen getreten hat. Und ich zwischendurch auch noch einen anderen kennengelernt habe. Mit denen war aber nichts. Und hat er das aus Eifersucht getan? Hat er das getan, weil er das Kind nicht wollte? Nein, also er sagte von Anfang an, wo ich gemerkt hatte, dass ich schwanger war, hat er von Anfang an zu mir gesagt, dass ich das Kind abtreiben lassen sollte. Mhm. Und ich habe überlegt, ich wollte es auch abtreiben. Mhm. Und ich hatte schon einen Termin gehabt und ich habe es dann nicht gemacht. Weil? Ja. Bitte? Weil? Ja, weil ich gemerkt habe, dass ich dafür gerade stehen muss. Mhm. Ne? Und du bist sicher, dass das dein letzter Freund, also von dem wir gerade sprechen, dass der auch der Vater ist? Ja, da, ganz klar. Ganz klar. Mhm. Ganz da war klar. Ein anderer Mann. Hattest du mit dem anderen Mann auch Sex? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt ist der viel mit dem anderen Mann so zeitlich gelaufen? Nein, ich habe den in der Diskothek kennengelernt und habe mich mit denen unterhalten. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Ach so. Und da war also gar nichts. Ja. Wer hat jetzt wen verlassen? Ich vermute mal, du hast ihn verlassen. Ihn verlassen, ja. Aufgrund darauf, er versteht sich mit meiner Schwester nicht gut und mit meinem Schwager. Mhm. Und dann wurde das immer mehr, er hat mir den Kontakt verboten. Hat mir die Wohnungstür eingetreten, sobald meine Schwester dann bei mir war. Also er hat den Kontakt zu deiner Schwester verboten? Genau. Mhm. Der Ausschlaggebende war eigentlich nur meine Schwester, warum er das alles gemacht hat. Und wenn deine Schwester bei dir war, ja, dann hat er die Wohnungstür eingetreten? Genau. Warum ist er nicht einfach reingekommen? Ja, weil meine Schwester dann direkt die Polizei gerufen hat. Mhm. Na, weil meine Schwester auch mitbekommen hat, dass er mich damals schon geschlagen hat. Wohntet ihr zusammen? Er hat bei mir gewohnt, aber er war nicht bei mir gemeldet. Mhm. Und er war auch tagtäglich, nachts war er bei mir, er ging arbeiten etc. alles. Er hat dich auch während dieser 3 Jahre geschlagen? Ja, ich lag 3 Wochen im Krankenhaus. Oh. Und hatte Nasenbeinbruch, Armbruch. Ich hatte eine schwere, komplizierte Geburt hinter mir. Entschuldige, wenn ich unterbreche, als du drei Wochen im Krankenhaus lagst, ja, wie lange wart ihr da schon zusammen, als das passiert ist? Domian, das ist letztes Jahr erst passiert. Letztes Jahr. Also wart ihr schon eine Weile zusammen? Ja. War er am Anfang friedlicher und freundlicher und netter? Ja. Würde ich schon sagen. Aber es fing dann so schleichend an mit den Gewalttätigkeiten. Genau. Und mit der Bevormundung. Genau. Mhm. So, jetzt hast du klare Verhältnisse geschaffen und er akzeptiert das aber nicht. Nein, ich bin umgezogen und dann fing das hier in der neuen Wohnung erst richtig an. Er hat mich in der alten Wohnung schon geschlagen, da saß ein Freund neben ihm und der Freund hat nichts unternommen. Mhm. Und ich hatte meine Arme gebrochen. Ja, blaue Augen, eine Gehirnerschütterung, alles. Ich hatte Polizei gerufen und die Polizei sagte zu mir, ich soll eine Anzeige machen, habe ich auch direkt gemacht. Mhm. Ich musste dann mit ins Krankenhaus und danach bin ich aber wieder nach Hause gegangen, wegen meinen anderen 2 Kindern. Mhm. Und du hattest die Arme gebrochen? Ich habe die Arme gebrochen, ja. Beide Arme? Beide Arme. Das heißt, du kannst ja gar nicht im Haushalt mit den Kindern das machen, was man tun muss? Nee, konnte ich auch nicht, absolut nicht. Ich hatte noch die Unterstützung von meiner Schwester. Mhm. Und das war so heavy im Moment. Vor 3 Wochen, ich bin mit den Kindern rausgegangen und ich wollte einkaufen gehen. Ich habe mit nichts gerechnet. Ich hatte eine Pistole am Kopf. Mhm. Das war so extrem. Ich bin schon zum Amtsgericht gegangen, ich habe mir eine einstweilige Verfügung holen lassen, alles. Mhm.
das bringt absolut nichts. Was will er, wenn er dir die Pistole an den Kopf setzt? Er sagt zu mir, ich bringe die Kinder um, ich bringe dich um und ihr werdet nie wieder glücklich werden. Also Rache. Er missgönnt dir dein Leben und deine Eigenständigkeit und er ist verletzt und sauer und in seine Ehre gekränkt, dass du ihn verlassen hast. Ja. Sowas. Ja, genau. Das heißt, du hast die Behörden schon eingeschaltet und du sagst, das nutzt alles gar nichts und hast weiter Angst. Nichts. Ich habe jetzt vorgestern und gestern habe ich Anrufe von ihm bekommen. Und da hat er mir auch wieder gedroht, er würde die Kinder umbringen und würde mir das Herz rausreißen. Und ich habe dann bei der Polizei angerufen und die Polizei sagte zu mir, wir können nichts machen, wir müssen erst warten, bis was passiert. Das alte Lied, das schlimme alte Lied. Ich finde es grauenhaft. Ich finde es auch grauenhaft, ja. Ich habe keine Angst um mich, ich habe Angst um meine Kinder, das ist das Schlimme. Du kennst ihn ja recht gut, wenn du 3 Jahre mit ihm zusammen warst. Ja. Traust du ihm eine schlimme Gewalttat zu, eine so schlimme Gewalttat zu? Ja, das tue ich. Das tue ich absolut. Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen. Mein Sohn, der muss in den Kindergarten. Ich habe im Kindergarten angerufen, ich kann meinen Sohn nicht in den Kindergarten bringen. Das kleine Kind, hat er da überhaupt kein Verhältnis zu? Er liebt seinen Vater. Er steht am Fenster, ruft nach Papa, er steht an der Tür, er ruft nach Papa, er guckt sich Fotos von seinem Vater an, er ruft nach seinem Papa. Aber er sieht seinen Papa ja gar nicht oft oder gar nicht mehr. Nein, überhaupt nicht, weil ich Angst haben muss, dass er ihn mit in die Türkei nimmt. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Meinst du denn, dass ihm an dem Kind etwas liegt, wirklich herzensmäßig, oder ist das auch eine reine Machtdemonstration, wenn er sagt, ich nehme das Kind mit weg? Ich denke, das ist Macht. So, jetzt bist du in einer Situation, in der leider viele Frauen sind und immer mehr geraten. Und die Polizei sagt, wir können nichts machen. Ja. Wie siehst du denn jetzt im Moment deine Zukunft? Wie ich meine Zukunft sehe, das ist schwer. Weil ich bin jetzt drauf und dran, wieder wegzuziehen. Und er kann auch jederzeit rein. Ich habe schon 4-mal meine Türschlösser ausgewechselt. Er kommt jederzeit rein. Wir haben Frauen hier Geschichten erzählt, die in ähnlicher Lage waren wie du. Die dann diesen schweren Weg gegangen sind und haben sich völlig anonymisiert und sind wirklich in eine ganz andere Umgebung gegangen, in eine ganz andere Stadt. So, dass sie wirklich nicht von diesem Mann aufzufinden waren. Was sehr schwierig ist für die betroffenen Personen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil es einhergeht mit Einsamkeit. Teilweise haben die Frauen andere Namen sogar angenommen. Ja. Das ist alleine schon sehr, sehr schlimm und schwierig. Aber wenn da noch Kinder mit im Spiel sind, ist es natürlich noch viel schwieriger. Noch viel schwieriger. Ja. Ich habe gerade schon mal davon erzählt hier und den Namen genannt. Hast du mit dem Weißen Ring schon mal Kontakt gehabt? Nein, noch nicht. Würde ich dir empfehlen. Das Problem ist, Domian, er findet mich überall. Ich kann nicht. Ich war schon in Frauenhäusern etc. Er hat mich immer gefunden. Das ist das. Und das, weil wenn er mich nicht findet, dann finden mich die Freunde. Das ist das. Das ist das Problem. Diese Situation, die du gerade geschildert hast, der steht da und hält dir die Pistole an den Kopf. Das war Horror für mich. Ich hatte Angst um mein Leben, ich hatte Angst um meine Kinder. Und du gehst durchaus davon aus, dass der im Besitz einer echten Waffe ist. Hat er. Ich hatte, wo ich mich von ihm getrennt hatte, weil ich der Meinung bin, dass Kinder nicht unter einer Beziehung oder beziehungsweise unter einer Trennung leiden müssen. Da hatte ich einen Termin mit ihm ausgemacht, wo mehrere Personen sind, dass ich nicht alleine mit ihm bin. Und die ersten 5 bis 10 Minuten war in Ordnung. Ich habe ihm gesagt, du kannst dein Kind alle 14 Tage sehen. Ich mache das mit dem Jugendamt, weil ich setze mich mit diesem Mann nicht nochmal an den Tisch. Und ich hatte das auch alles schon mit dem Jugendamt abgeklärt. Und dann sagte er, ja, okay. Und
und er wollte dann meinen Sohn mitnehmen und ich habe dann gesagt nein. Mhm. Und er hebt seine Jacke von der Bank und sagt zu mir, Franziska, bleib sitzen, ich habe eine Pistole. Und ich habe diese Pistole gesehen. Mhm. Und ich habe mich sofort wieder hingesetzt, die Leute haben mich angeguckt, alles. Und ich Ach, die haben das nicht gehört, dass er das gesagt hat. Er hat das nur zu dir gesagt. Er hat es zu mir gesagt. Mhm. Mhm. Und meine Kinder waren alle drei dabei. Mhm. Und Franziska, ich verstehe deinen Anruf hier wirklich als Hilferuf. Und muss dir sagen, dass ich jetzt etwas hilflos bin, was wir machen können, wie wir dir helfen können. Ich habe so ein paar Ideen im Kopf, die ich aber jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit sagen möchte. Ja. Das heißt, wir werden dich jetzt zurückrufen gleich. Die Sache mit dem weißen Ring ist auf jeden Fall schon mal klar. Das solltest du machen und da werden wir dir auch gleich eine Telefonnummer geben. Ja. Das, was man eventuell sonst noch machen könnte, das besprechen wir dann gleich mal in der Anonymität. Ja. Ja? Dann legst du bitte jetzt auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, ich danke dir. Alles Gute, Franziska. Danke, tschüss. Tschüss. Hier ist Bettina und Bettina ist 29 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Guten Bettina. Guten Morgen, Domi. Ja, hallo, Bettina. Hallo. Der Grund deines Anrufes, warum hast du angerufen? Ich rufe wegen dem Thema an Vergewaltigung. Ja. Und zwar geht es um einige Sachen in meiner Kindheit, die bis zu meinem heutigen Leben dominieren. Mhm. Was ist da passiert in deiner Kindheit? Mein Vater hat mich zum ersten Mal angefasst, da war ich 6 Jahre alt. Mhm. Wie lange hat er das gemacht? Bis zu welchem? Bis ich 12 Jahre alt war. Also 6 Jahre, vom 6. bis zum 12. Lebensjahr. Also ich bin heute 29 Jahre alt. Was heißt? Ich habe selber 2 Kinder. Mhm. Die eine ist 5,5 Jahre alt, die andere ist 2,5 Jahre alt. Mhm. Und ich habe heute noch sehr, sehr schlimme Erfahrungen, Ereignisse, Träume. Und Erinnerungen an die Zeit von damals. Ja, ja. Sehr, sehr schlimme. Du sagst, dein Vater hat dich angefasst. Er hat dich vergewaltigt? Ja. Mhm. Ein kleines Kind. Und zwar war ich auch noch schwanger mit 10 Jahren. Du warst schwanger von deinem Vater? Mit 10 Jahren, ja. Was ist aus der Schwangerschaft geworden? Nichts, weil mein Vater mich zu einem Arzt gebracht hat. Es war kein Deutscher. Er behauptet hatte, dass ich von irgendjemand Fremdes vergewaltigt wurde in irgendeinem Gebüsch. Mhm. Deine Mutter, was war die Rolle deiner Mutter? Meiner Mutter, ihre Rolle war eigentlich die gehorsame, brave Hausfrau. Mhm. Und wenn sie es nicht befolgt hat, wurde sie auch geschlagen und gedemütigt, auch ja. Vor den Kindern. Wie viele Kinder gab es? Es gab 2 Töchter. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist 3 Jahre älter wie ich. Hat die auch dergleichen erleiden müssen wie du? Ja. Sprecht ihr heute darüber? Nein. Woher weißt du, dass sie auch von deinem Vater missbraucht wurde? Weil sie im selben Zimmer lag wie ich. Achso, du hast es mitbekommen. Ja. Der kam also in euer Kinderzimmer und hat euch Mädchen vergewaltigt. Ja. Hm. Glaubst du, dass deine Mutter oder eure Mutter das mitbekommen hat? Ja, das glaube ich, aber ich kann sie heute nicht mehr fragen, weil sie nicht mehr lebt. Hm. Lebt der Vater noch? Nein, der hat sich umgebracht im Gewahrsam. Im Gewahrsam, das heißt, er war im Gefängnis? Er ist ins Gefängnis gekommen, er ist abgeholt worden. Wegen dieser Sache? Ja. Wie ist es aufgeflogen? Durch einen dummen Streit mit meiner Schwester. Was heißt das? Ich hatte einen dummen Krach mit meiner Schwester in unserem gemeinsamen Kinderzimmer. Mhm. Und zwar war die Musik von meiner Schwester so laut, dass ich zu ihr gesagt habe, ich kann meine Hausaufgaben machen. Und dann sagte sie, wenn du deine Hausaufgaben nicht machen kannst, weil meine Musik zu laut ist, kann ich nichts dafür. Und dann habe ich nur gesagt, mach deine Musik bitte leiser, ich möchte meine Hausaufgaben machen. Hm. Und dann hatte sie nur gesagt, ja, mach deine Hausaufgaben.
Und dann hat sie die Musik leiser gemacht. Mhm. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Ja. Und lass mich bitte in Ruhe. Ja. Und dann habe ich gesagt, auf diese Kopfschmerzen hin, ach, du arme Sau. Mhm. Und dann kam es eben zu diesem Eklat, weil sie eben gesagt hat zu mir, ach, du dumme Sau. Mhm. Da war ich halt schon wieder auf 7:30 gesprungen und habe gemeint, ja gut, ich war ja eh nie die Schlankste. Also ich verstehe, dass ihr beiden euch in die Haare gekriegt habt. Aber ja. Wieso ist dadurch, dass ihr beiden Mädchen euch gestritten habt, wieso ist die Sache dann an die Öffentlichkeit gekommen, dass euer Vater euch missbraucht? Weil ich dann auf diese Aussprache meiner Schwester von wegen, ach du dumme Sau, ins Wohnzimmer gerannt bin zu meiner Mutter. Mhm. Und gesagt hat, eigentlich habe ich gar nichts gesagt. Ich habe mich einfach nur auf die Couch gesessen. Mein Vater hatte Spätschicht. Mhm. Und war dann halt einfach auf dieser Couch gesessen und habe geheult. Ach so, und meine Mutter hat mich dann angeguckt und sagte, wieso heulst du jetzt schon wieder? Ah, das heißt, es ist dann im Gespräch mit deiner Mutter rausgekommen. Ja. Und deine Mutter hat die Polizei informiert? Ja, so leicht war es ja nicht. Meine Schwester kam dann noch aus dem Zimmer und dann saßen wir beide erstmal schweigsam auf der Couch. Mhm. Nachdem meine Mutter uns gefragt hat, ja, was ist denn eigentlich passiert? Und dann habe ich ewig nur gesagt, ja, früher, wenn irgendetwas war mit der Ela, so heißt meine Schwester, habe ich mich vor sie gestellt. Mhm. Und dann ist meine Mutter stutzig geworden und hat einfach nur gesagt, ja, wenn was irgendwas war mit der Ela. Bettina, wir verkürzen das mal ein bisschen. Und ich frage, dich hat die Mutter euch das denn dann auch geglaubt? Oder war sie am Anfang skeptisch? Also nachdem, wir haben eigentlich gar nichts vom Missbrauch gesagt oder von Anfassen und sonst irgendwas. Meine Mutter hat uns dann gefragt, nachdem wir so verängstigt auf der Couch saßen, hat dann einfach nur gefragt, hat er euch angelangt? Das würde ja darauf hindeuten, dass sie vielleicht doch schon eine Vermutung hatte. Nein, sie hat uns einfach nur angeschaut. Wir haben auch keine Antwort darauf gegeben. Ja. Wir haben sie einfach nur verängstigt, zitternd und weinend angeschaut. Wer hat denn dann die Anzeige erstattet? Deine Mutter? Meine Mutter, ja. Deine Mutter. Und dann, irgendwann ist er dann ins Gefängnis gekommen und hat sich doch das Leben genommen. Er ist noch nicht mal von der Arbeit da gewesen. Ach so. Ach, so schnell ging das? Er ist, also die Polizeibeamten, sobald wir gesagt haben, er hat uns angefasst, nachdem meine Mutter diese Frage gestellt hat, hatten wir einfach nur genickt. Das heißt, in der Nacht ist er noch verhaftet worden? Und sie hat den Telefonhörer genommen, hat die Polizei angerufen, die waren sofort da. Also zwei Beamten waren sofort in der Wohnung. Nun sind viele Jahre vergangen seitdem. Damals warst du 12, heute bist du 29. Ja. Dennoch ist heute alles, so wie du mir das schilderst, so kommt es mir vor, lebendig in dir. So gut wie, ja. Mhm. Weil ich zwei Töchter geboren habe, ist alles sehr, sehr schwer. Mhm. Warst du denn in psychologischer Betreuung, in Therapie? Ich muss dazu sagen, ich habe das Borderline-Syndrom. Ja. Und war schon sehr oft in Behandlung. Ist in diesen Behandlungen über den Missbrauch gesprochen worden? Ja, natürlich. Das schon. Aber dennoch ist es nach wie vor für dich alles sehr schwierig. Sehr. Und die Behandlungen haben gar nicht so viel geholfen bislang. Kann man das so sagen? Nicht so, wie ich mir das auch oft hatte. Du hast vorhin gesagt, du sprichst mit deiner Schwester nicht darüber. Nein. Warum nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass meine Schwester das auch nicht möchte. Sie hatte einen Sohn. Mhm. Der ist jetzt so alt wie meine große Tochter. Also 5,5. Mhm. Und dieses Thema ist irgendwie ein sehr... Das kann ich mir vorstellen, sehr heikles und tabu. Ja. Ein belastetes Thema. Wobei mir gerade so ein Gedanke kommt, ich kann auch völlig falsch liegen, ich weiß es nicht. Ich sage es einfach mal so zu dir. Könnte das nicht auch vielleicht ein Teil der Therapie sein und ein Teil der Erleichterung, wenn ihr beiden, die ihr nun wirklich, ihr wisst es nun wirklich, wenn ihr beiden darüber sprechen würdet?
Es ist schwierig, weil ich mit meiner Schwester, ich sag mal so, wenn bei mir spielt auch Alkohol eine große Rolle. Im Moment auf jeden Fall. Heißt das, dass du Alkoholikerin bist? Nein, das heißt es nicht. Es heißt einfach nur, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit meiner Schwester reden kann, wenn sie und ich Alkohol getrunken haben. Ach so. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Alkoholiker. Mhm. Seine Mutter auch. Wenn du das Gefühl hast, das heißt, ihr habt euch schon mal so ein bisschen rangetastet an das Thema, wenn ihr ein bisschen was getrunken hattet? Ja, kann man sagen, ja. Mhm. Mhm. Und wir wissen auch beide bisher nicht genau. Ich weiß immer nur, dass ich meine, obwohl ich die Kleine war, dass ich meine Schwester immer beschützen wollte. Also ich habe den Eindruck, mein laienhafter Eindruck, dass die Schwester da eine sehr große Rolle spielt. Ich liebe und meine Schwester über alles. Ja, und dass vielleicht mit Hilfe der Schwester oder dass ihr euch gegenseitig vielleicht durchaus noch eine sehr große Hilfe sein könntet. Ich möchte, dass wir das gleich weiter besprechen nach der Sendung, weil die Sendung ist jetzt gleich vorbei, Bettina. Die Schlussmusik läuft schon. Prozedere ist genau wie immer. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute hier von uns. In der Technik war Johanna Knura. Morgen sind wir nicht hier im WDR-Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live und im ARD-Kanal 1.